Für mich wäre sozusagen der eskatologische Moment der, in dem man in der Lage wäre, all die Menschen, denen man ungewollt Leid zugefügt hat, um Verzeihung bitten könnte. Das Schönste. Also die Sehnsucht nach Rechtfertigung ist immer die Sehnsucht danach, dass man noch gar nicht so sehr die Verzeihung erlangt, das wäre schon wieder die unverdiente Gnade, sondern dass man darum bitten darf. Denn selbst das ist einem, also auch das ist ja ein Motiv gewesen an der Auferstehung der Toten, das ich immer geschätzt habe und unterstrichen habe. Das heißt nämlich, wenn man sozusagen jetzt eine Ethik formulieren müsste, könnte man sagen, wir müssen so leben, dass wir tragen können müssten, allen wieder zu begegnen, die vor uns gestorben sind. Auch allen Feinden, allen missgünstigen Zeitgenossen, alle, die uns gar nicht leiden konnten und allen, die wir nicht leiden konnten, allen, die wir geschädigt haben, allen, denen wir die Steine in den Weg gelegt haben. Denn erst dann wäre sozusagen das Leben gelungen, wenn man diese Situation aushalten könnte und im Zweifelsfall Verzeihung erfahren oder eben auch geben könnte. Es gibt nicht eine echte Welt und eine Fantasiewelt, sondern die Fantasie ist ein Mittel, mit dessen Hilfe man die Welt anders darstellen kann, als sie ist. Das tut der Erzählende und das tut auch der Gläubige. Er verändert die Welt ja durch seine Sichtweise, weil er Fantasie hat. Also Fantasie ist kein geschlossener Raum. Und ich glaube, dass sehr viele Missverständnisse im Sprechen über das Leben und über die Kunst und über den Glauben daraus erwachsen, dass wir Oppositionen bilden, statt zu begreifen, alle diese Dinge bilden eine vitale Einheit. Wir müssen bewusst sein, dass unsere Sprache ist nur unsere Sprache, ist nur eine Brücke zum Geheimnis. Und für mich, Glaube ist nicht ein Besitz, ein Schatz von Wahrheiten. Das ist Mut ins Geheimnis eintreten, in der Wolke des Geheimnisses eintreten, mit dem Geheimnis zu leben. Gott ist nicht so ein übernatürliches Wesen hinter den Kulissen der Natur oder Geschichte. Gott ist die Tiefe der Wirklichkeit, die tiefen Dimension der Wirklichkeit. Und wir müssen in die Tiefe gehen, mit Gott zu begegnen. Das ist ja eine absolute Kernerfahrung. Des Menschen mit dem Glauben. Also, dass er darauf zugehen kann, er kann all die Bilder sehen, er kann all die Geschichten hören, er kann das alles aus einer gewissen Distanz hören und sehen und dann hat es eine gewisse Plastizität und dann geht man näher darauf zu und dann muss irgendeine Art von Verwandlung kommen und die kann ich aber nicht machen. Ja. Es ist wie mit diesem schwarzen Vorhang. Was ist nach dem Tod? So ist es mit der Anbetung. Wir nähern uns dieser Schwelle, wir treten ran und wir haben die Hoffnung, dass wir gehört werden. Das ist halt immer so. Das ist Glaube, das ist Religion. Zwischen hier, wo ich stehe, und dem dort, worauf sich der Glaube richtet, ist eine Lücke. Und über die Lücke muss ich springen. Dass man nicht aufgibt, dass man ruft und ruft und ruft und Gott antwortet, aber auf eine Weise, die uns vielleicht ganz fremd ist. Und das hat mir in meinem Leben öfter schwierige Strecken beschert. Das kann man, das muss man sogar ehrlicherweise zugeben. Gott bietet sich nicht an. Aber er ist da. Und eines Augenblicks weiß man das. Aber das ist alles so geheimnisvoll.
Und ich finde es so wichtig, dass wir sagen, das Geheimnis, das können wir nicht erkennen, wir können es aber feiern. Und wenn wir es feiern, dann sind wir eine ganze Strecke nah bei ihm. Es ist so, dass der Schrecken nach dem Erwachen kommt eher daraus, dass man die Verwandlung verpasst hat. Die Verwandlung wäre es ja, man wäre über die Grenze gegangen. Man hätte sich von dieser einen Welt verabschiedet und hätte die andere erreicht. Und ich glaube, in diesem Vorgefühl, das sehr pathetisch ist, wenn man denkt, das ist vielleicht mein letzter Abend, man sieht da den schönsten Abend, den man je gesehen hat. Jeder Stern also leuchtet heller, als er je geleuchtet hat. Bin dann nochmal auf das Dach des Krankenhauses gegangen und dachte, wie wunderbar ist diese Welt. Das heißt, man ist in einem absoluten Hochgefühl. Man erfährt wirklich den Kosmos als etwas ganz Grandioses und auch als Universum, als etwas, das auf eines hin ausgerichtet ist. Man sagt sich ja, das ist eben nicht das Chaos, das ist eine geordnete Planetenbahn und alles hat letztlich einen Sinn. So habe ich das unmittelbar davor empfunden. Auch mein Abgang hat einen Sinn oder steht plötzlich in einem großen Ganzen. Das habe ich selber gar nicht gedacht, das hat mich so durchdrungen. Dann kommt der Schnitt und aus diesem Schnitt kommt man heraus und das, was man irgendwo erwartet hat, was vielleicht unsere Seele erwartet hat, das ist nicht geschehen. Man kehrt ganz banal zurück und es hängen Schläuche an einen und man muss froh sein, wenn man es zum ersten Mal selber schafft, aus einem Bett herauszukriechen. Das heißt, es hat sich alles verändert, aber es hat sich nichts verwandelt.